Unterwegs in Den Haag, der Live-Podcast von Kulturnetz Ahrensee. Wir möchten mit Ihnen unter dem Dach der deutschen Sprache Den Haag und mehr entdecken. Aktuell, spannend, informativ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs in Den Haag. In unserer Serie Ein halbes Dutzend Maßnahmen gegen den kulturellen Corona-Blues möchten wir Ihnen in den kommenden Wochen 6 Vorschläge aus verschiedenen Bereichen der Kultur machen. Als Anregung, um im gegenwärtigen Lockdown trotzdem wenigstens etwas Kunst, Musik, Literatur und Geschichte genießen zu können. Die geschlossenen Museen mit zum Teil wirklich interessanten Ausstellungen sind zurzeit für jede Kulturfreundin und jeden Kulturfreund sehr schwer zu ertragen. Man hat sich auf die eine oder andere Ausstellung gefreut und muss nun sehen, wie sie im Lockdown unbesucht zu Ende geht. Wir möchten Ihnen heute als erste Maßnahme gegen den kulturellen Corona-Blues eine Initiative des Mauritshaus in Den Haag vorstellen. Die Königliche Gemäldegalerie im Zentrum der Stadt beherbergt einige der schönsten niederländischen Gemälde aus der Zeit von Rembrandt und Vermeer. Hier erwarten Sie in normalen Zeiten berühmte Kunstwerke wie Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring, die Anatomiestunde des Dr. Tulp von Rembrandt oder auch der Distelfink von Fabricius. Malerinnen waren damals eher selten, daher sind die gezeigten Stillleben von Peters und Ruysch ebenfalls einzigartig. Das Mauritshaus hat es uns nun möglich gemacht, die derzeit nicht zugängliche Ausstellung Facelifting and Makeover zumindest virtuell zu besuchen. Nur wenige Menschen wissen, dass sich in der Mansarde der Königlichen Gemäldegalerie ein Konservierungsstudio befindet. Hier widmet sich ein Team aus hausinternen Spezialisten der Konservierung, Restaurierung und Forschung und gewährleistet, dass die Sammlung im erstklassigen Zustand bleibt. Die Ausstellung Faceliftings and Makeover enthüllt die faszinierendsten Restaurierungsarbeiten der letzten 20 Jahre, darunter Gemälde von Rembrandt, Vermeer, Hals, Steen und Rubens, aber auch von weniger bekannten Künstlern wie de Heem und Ochterfeld. Das Auffrischen und Ausbessern jahrhundertealter Gemälde regt sich ja bei dem einen oder anderen die Fantasie an und macht neugierig. Welche Arbeitsschritte gehören dazu? Was kann man von einer Konservierung lernen? Wie sehen Gemälde vor und nach der Restaurierung aus? Und was waren die erstaunlichsten Ergebnisse? Mit vielen Bildern, Texten und Videos dürfen wir nun auch am eigenen Computer diese interessante Ausstellung verfolgen. Aber vielleicht vermissen Sie ja auch nur das Mädchen mit dem Perlenohrring oder auch den jungen Bullen von Paulus Potter. Wir geben Ihnen gerne den entsprechenden Link, sodass Sie das Museum vor dem eigenen Bildschirm besuchen können. Navigieren Sie sich selbst durch die Ausstellungsräume oder folgen Sie einfach einem virtuellen Rundgang in niederländischer Sprache. Möglicherweise regt dies die passionierten Museumsbesucher unter Ihnen nun an, auch einmal auf die Internetpräsenz der anderen Museen zu schauen, denn sicher gibt es noch weitere interessante Angebote. Das war unser erster Tipp gegen den kulturellen Corona-Blues. Die entsprechenden Links sowie weitere nützliche Informationen finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Wir hoffen, Sie mit unseren Vorschlägen motivieren zu können, Kultur zwischenzeitlich einmal anders zu genießen. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass es allein an uns liegt, wie wir mit dieser schrecklichen Pandemie umgehen, auch im kulturellen Bereich. Jeder und jede von uns hat es in der Hand, selbst und mit Kreativität neue kulturelle Beschäftigungen zu finden. Lassen Sie uns gerne wissen, wie Ihnen die Vorschläge gefallen haben. Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an info@kultur-ahn-see.nl. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Hinweisen. Die Redaktion hatten Christian Schneider und Alexa Thelen van den Hoek. Sprecherin war Alexa Thelen van den Hoek. Folgen Sie gerne Kulturnetz an See. Auf der Internetseite kulturnetz-ahn-see.nl oder auf Facebook und Instagram. Sie können unseren Programmrundbrief erhalten oder unseren interessanten Den Haag-Blog abonnieren. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.